Träumen Hunde? Hunde sind genau wie Babys. Sie essen, trinken, spielen und schlafen. All dies sind Handlungen, die wir sehen, dass sie physisch tun können, wenn wir sie von außen betrachten. Was ist mit Dingen, die wir nicht mit bloßem Auge sehen können? Wie zum Beispiel Träume. Glaubt ihr, dass Hunde träumen? Wenn ja, wie sehen wohl ihre Träume aus? Habt ihr schon mal beobachtet, wie euer Hund ruhig im Schlaf wackelt? Oder habt ihr vielleicht bemerkt, dass er schnell und unregelmäßig atmet, während er am Schlafen ist? Wenn die Antwort ja ist, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Denn dein Hund träumt vielleicht nur. Ja, du hast richtig gehört. Während einige Menschen nicht glauben, dass Hunde tatsächlich träumen können, zeigen einige Studien, dass Hunde tatsächlich träumen. Forscher haben die Gehirnaktivität von Hunden während des Schlafens untersucht und fanden heraus, dass Menschen und Hunde ähnliche Schlafphasen und Gehirnaktivitäten während des Schlafens haben. Auch Hunde haben eine Tiefschlafphase, auch REM-Schlaf genannt, in der unregelmäßige Atembewegungen und schnelle Augenbewegungen auftreten. Hunde haben wie Menschen zwei verschiedene Schlafstadien. Diese Stadien sind SWS, der Slow-Wave-Schlaf, der normalerweise als Tiefschlaf bezeichnet wird, und das andere ist der REM-Schlaf. Das SWS-Stadium ist das erste Stadium, in dem der Hund einschläft. Obwohl die mentalen Prozesse des Hundes in diesem Stadium stabil sind, ist seine Muskelelastizität noch die gleiche wie im Wachzustand. Während der SWS-Phase kommt es zu abgehackten und langsamen Gehirnwellen. Ihr Hund scheint in einer ruhigen Art und Weise zu ruhen. Da ihre Muskeln noch nicht vollständig entspannt und gelockert sind, können sie schnell durch Geräusche, die sie in dieser Phase hören, und andere äußere Faktoren geweckt werden. Unmittelbar nach der SWS-Phase folgt die REM-Phase. In dieser Phase könnt ihr die schnellen Augenbewegungen beobachten und der Körper deines Hundes entspannt sich. Auch wenn sein Körper entspannt ist, bewegen sich seine Augen schnell, da sein Verstand immer noch sehr schnell arbeitet. In der REM-Phase ähneln die Gehirnwellen des Hundes denen im Wachzustand und sind erstaunlich schnell und regelmäßig. Nun, und woher weißt du, dass dein Hund in diesem Moment einen Traum hat? Hunde gehen nach durchschnittlich 20 Minuten ununterbrochenem Schlaf in einen Traumzustand. Wie Menschen auch, sehen sie ihre Träume während des REM-Schlafs. Wenn ihr genau wissen wollt, wann euer Hund am Träumen ist, beobachtet einfach seine Augen. Die Zuckungen, die ihr sehen werdet, sind die wichtigsten Indikatoren dafür, dass sich dein kleiner Freund in diesem Moment im Reich der Träume befindet. Ein weiterer Indikator sind unwillkürliche Muskelbewegungen. Wenn dein Hund zum Beispiel davon träumt, dass er hinter einem Knochen herläuft, kann es auch sein, dass er im Schlaf seine Beine bewegen wird. Da Hunde länger wach bleiben als Menschen, kann es schwierig werden, sie genau in der REM-Phase zu erwischen. Der REM-Schlaf tritt oft nach tagelanger anstrengender Aktivität und Bewegung auf. Wenn ihr entschlossen seid, ihn zu beobachten, während er träumt, empfehle ich euch, euren Hund tagsüber mit körperlicher Aktivität zu ermüden und wach zu bleiben, um ihn so bei dem Eintritt in die REM-Schlafphase zu beobachten. Nun, kommen wir zu einer der kuriosesten Fragen. Wovon träumen denn die Hunde? Studien zeigen, dass Hunde auf die gleiche Art und Weise wie wir Menschen träumen. Man nimmt also an, dass sie ihre täglichen Aktivitäten sehen, wie zum Beispiel das Spazierengehen im Park, das Jagen nach einem leckeren Knochen oder das Spielen mit ihren Besitzern. Kleine Hunde träumen mehr als große, sagen zumindest die Wissenschaftler in einer Studie. So träumt ein Shih Tzu alle 10 Minuten, während ein Dobermann alle 90 Minuten träumt. Hunde kleinerer Rassen träumen zwar häufiger, aber ihre Träume dauern in der Regel nur eine Minute. Auf der anderen Seite haben Hunde größerer Rassen weniger Träume, die zwischen 5 und 10 Minuten dauern können. In der gleichen Studie wurde festgestellt, dass Welpen mehr träumen als erwachsene Hunde. Angenommen, du stellst fest, dass dein Hund im Reich der Träume ist. Was solltest du jetzt tun? Genau wie Menschen brauchen auch Hunde Schlaf, um am nächsten Tag leistungsfähiger zu sein. Es ist wichtig, einen ruhenden und tiefschlafenden Hund in Ruhe zu lassen, da sie genau wie wir Menschen wütend werden können, wenn sie plötzlich geweckt werden. So ist es auch hier. Es wurde herausgefunden, dass 60% der Menschen, die von Hunden gebissen wurden, nur gebissen wurden, weil sie versucht haben, einen schlafenden Hund zu wecken. Behaltet das im Hinterkopf, nicht, dass ihr euren kleinen Freund während einem angenehmen Schlaf stören solltet. Seine Reaktion ist eigentlich ein natürlicher Instinkt und kein harter Angriff. Beobachtet ihn einfach, während er ruhig am Schlafen ist, was für wunderbare Träume er in dieser Zeit haben könnte.